Croissant Maki ist immer gut. Wie teuer ist dieser Kronleuchter eigentlich? Ich weiß nicht, was kostet so ein Kronleuchter normalerweise? Sicher, so ein paar hundert Euro? No! Immer daneben! Einem schwedischen Möbelhaus ist er sicher nicht ganz so teuer. Ja gut. Ah ja, ich sehe schon. So, Bums. Bin zurück. Ich glaube, ich hole mir eben noch ein Kissen. Möchtest du auch eins? Ja. Ich nehme auch gerne meinen Glumon da. No, debated! Lass mich raten, ist er weiter oben gewesen. Ich habe einen Bisasam. Warum hat eigentlich niemand den besten Starter geholt? Hm. Nur Glumanda und Bisasam. Ah, so. So ist bequem. Oh, und Flamebreaker. Dankeschön für die Bits. Super lieb von dir. Ist auch nichts. Hä? Hm? Aha, gut versteckt. Jo. Die Schatzmedaille halten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Schätze stoßen. Nimm sie mit, wenn du auf die Schatzsuche gehst. Hm. Okay, das ist cool. Könnte man eigentlich auch mitnehmen, wenn man nach Ranel geht? Dann kriegt man vielleicht auch mehr Materialien? Ja. Und so. Gerade wenn es neue Materialien sind, warum nicht? Einmal, ja. Das wollte ich nicht. Random abgesprungen. Die Sache ist, die drei Gebiete sind ja quasi unter dem Wolkenmeer. Mhm. Aber dazwischen muss ja auch noch irgendwas sein. Das heißt, wenn du jetzt random abspringst, wo würdest du landen? Tja. Im Ozean? Wer weiß. Ich glaube, davon sehe ich es sogar schon. Blatsch, das machst du gerne, oder? Ja, klar, ich lande nur so. Deswegen fliege ich auch relativ niedrig, damit ich nicht Schaden nehme. Oh, nice. Geld. Gut, dass du nicht so Auto fährst, wie du Wolkenvogel fliegst. Damit kann man noch nichts machen. Nee, das wäre ein bisschen gefährlich. Dieser Typ da auf der Karte macht mich fertig. Irgendwo bei ihm in der Nähe müsste was sein. Da ich den von hier aus ja auch sehe, dann brauche ich keine Markierung zu setzen. Ja. Ist das auf seiner Insel eigentlich? Ja. Vielleicht oben drauf? Oder dahinter? Oben drauf wahrscheinlich nicht. Dahinter. Ah ja. Ach, der Bonsai-Typ ist das. Mhm. Den du gut abgehackselt hast. Also den Bonsai, nicht den Typen. Ja. Das hat sehr gut geklappt. Kann man das eigentlich immer wieder machen? Kriegt man da irgendwas oder sollte man... Materialien nur. Ach so, okay. So, dann haben wir schon mal alle. Dann einmal zurück zum Wolkenhort. Dann nehmen wir die Schatzmedaille einmal mit und dann können wir nach Ranel schon mal so ein bisschen reinschauen heute. Ja. Dann könntest du theoretisch den Anfang machen und dann könnte ich wieder den Rest machen und den Anfang vom Dungeon und du dann das Ende vom Dungeon. Ja. Wir versuchen das ja so ein bisschen aufzuteilen, ne? Dass jeder mal Dungeons macht, jeder mal Bosse. Das geht natürlich im Stream auch sehr viel besser, als wir noch die Let's Plays gemacht haben und dann quasi immer ein Part bei mir, ein Part bei Jan kam. Konnte man natürlich nicht einfach sagen, ach nö, ich spiele jetzt weiter oder ich mache das jetzt nicht. Da muss man natürlich schon immer so ein bisschen sich an den Parts orientieren. Mhm. Aber hier kann man ja jederzeit einfach wechseln oder eben auch nicht. Sehr schön gelandet. Ich habe nichts gedrückt, der aktiviert den Schall automatisch. Oh. Ich will mich immer auf die Fresse legen, aber er lässt mich nicht. Verstehe. Oh, ich dachte, er hat eine Sidequest. Hi. Hi. Hi.
das hätte ich gerne. Ich nehme mal die Deko-Tasche dafür raus. Ja. Beziehungsweise sogar zwei Stück. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall die eine Medaille da jetzt drin. Und die anderen beiden Slots sind noch nicht belegt, ne? Nee, das kostete 600. Oh, Moment, das kostet 600. Terry! Manchmal sage ich auch sinnvolle Sachen. Mal mehr, mal weniger. Wir müssen gleich noch den Schild austauschen. Warum? Weil ich irgendwie im Kopf habe, dass Ranel Elektro-Gegner hat. Terry, wo lässt du dein Seil runter? Warte. Und da würde ich gerne lieber das Holzschild mitnehmen. Weil Elektro passt zu einer Wüste. Ja, stimmt. Und ich meine, zur Not kann man ja auch jederzeit wieder zurück. Hm. Oder ich nehme einfach beide Schilde mit, wenn wir jetzt noch eine weitere Zusatztasche kriegen. Das stimmt. Hat er eigentlich sonst nichts an, außer seinem Bolero? Eine Hose. Ja, ja, aber ich meine... Und sein dazwischen. Poncho. Echt? Okay. Also obenrum ein Poncho oder nicht? Ich weiß nicht, ich war mir jetzt nicht sicher. Also den Bolero halt. Was ist ein Bolero? Wahrscheinlich das, was du als Poncho abstempelst. Ach so. Das okay. Weiße. Ja. Aber dazwischen meine ich. Nee, da hat er nichts an. Also das sind schon seine Brustwarzen, die ich da sehe. Ja. Darum ging es mir. 1200 für die letzte. Yikes. Und tschüss. Wie mich sogar angrinst! So. Das hast du jetzt verdient. He hates me. La 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 la. Ah, Poncho, sind das nicht diese Dinger, die man komplett überzieht? Ja. Die so ein bisschen wie so eine große Decke aussehen? Genau. Das war ja nur so ein Jäckchen, was er hatte. Mini-Poncho halt. Dir ist nichts Besseres eingefallen. Ja. Okay. Vielleicht können wir das Schild, den Holzschild noch aufwerten. Ja. Hast du was? Ja. Oh ja! Cool. Ein Glibber. Dann nehmen wir das auch direkt mal mit. Dann haben wir einen harten Schild. Okay! Was macht er da jetzt quasi aus dem Glibber noch ein bisschen Lack drauf? Vielleicht? Und mit den Bernsteinmonden das noch ein bisschen verstärken? Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Jo. Ja, können wir wahrscheinlich eh nicht machen. Heißt, wir können direkt den mal auswählen und dann ist wieder ein Holzschild. Gut, dann würde ich sagen, wir haben uns gut vorbereitet. Ja. Haben gut Stuff gekauft und können ins nächste Gebiet gehen. Und es gibt wirklich Leute, die sich darüber beschwert haben, dass sie mit der Zelda-Amiibo überall speichern können. Nee, mit überall ins Wolkenmeer zurückkehren können. Weil es sonst nicht genug Statuen gibt? Ja. Wie viele gab es nochmal im Feuer-Dungeon? Ja gut, mit denen kannst du nicht raus. Nee, aber das zähle ich jetzt trotzdem mal allgemein zu den Statuen. Nee, aber es geht ja nur darum, dass du mit dem Amiibo, egal wo du bist, einfach wieder ins Wolkenmeer zurückkehren kannst. Ach so, du kannst damit einfach speichern. Nee. Ah. Naja, egal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Ranel so aussieht. Weil Fyrone und Eldin waren echt schick. Wie gesagt, Wüsten ist immer so eine Sache. Wenn sie gut gemacht sind, können Wüsten auch richtig cool sein. So mit Ruinen und verschiedenen Farben. Also nicht nur gelb in gelb in gelb und so. Ne, und wenn da noch so ein paar Oasen oder so mit drin sind. Also Wüsten können schon sehr ansprechend sein. Aber manche Spiele haben irgendwie einfach nur so ein großes Stück Käse oder so da. Deswegen eigentlich habe ich nicht den Absprungsknopf gedrückt, aber okay. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier aussieht. Bin zu tief geflogen. Das ist zumindest nicht komplett gelb. Das finde ich schon mal gut. Ich finde es immer sehr anstrengend, wenn Wüsten wirklich so richtig knallig gelb sind. Gebieter Jan, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranel-Mine angekommen. Das sieht schick aus, auch mit den kleinen Farbakzenten. Seit Hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste.
Da sind wir. Ich schätze, dass Zelda hergekommen und bereits vorausgeeilt ist. Eigentlich ist so eine kleine Schnitzeljagd. Und Zelda ist das Schnitzel. Geil. Aber Punkt 1, ich finde es wie gesagt gut, dass nicht alles einfach so gelblich ist. Ich glaube, Paper Mario macht das gerne, dass Wüsten so richtig krass gelb sind. Das finde ich immer sehr anstrengend. Und ich finde es auch schön, dass hier überall so ein paar Farbakzente drin sind. Auch ein bisschen rot, ein bisschen blau. Halt nicht alles nur so, ne? Monochrom. Und wenn es halt auch erst langsam zur Wüste wird. Ja. Yay, dann heißt das ja, dass wir nicht wirklich nur Wüste haben, sondern sich das Ganze langsam in diese Richtung entwickelt. Das heißt, wir könnten hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen was anderes zu Gesicht bekommen. Das fände ich auch gut. Das ist noch nah genug dran. Ja. Nice. Aber war nichts drin. Bäh. Dieser Roboter scheint schon sehr lange Zeit nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Er sieht aber cute aus. Beleben! Kann nicht! Beleb ihn wieder! Er war niedlich! Ich bin mal gespannt auf das Gebiet auf jeden Fall. Habe im Chat schon ein paar Mal gelesen, dass das wohl ein Lieblingsgebiet von einigen Leuten ist. Kann ich verstehen, ja. Das ist schon wieder so ein Punkt für den Enterhaken. Oder Greifhaken. Aber es hat halt auch wirklich so das Gefühl von so einer Mine so ein bisschen. Als wenn hier wirklich mal gearbeitet worden wäre. Loren! Ja. Flatsch an die Wand. Es halt sogar so ein bisschen. Klong. Klonkett? Die kann man wahrscheinlich nicht schlagen, wenn sie aufgeladen sind. Hat er die Bombe gefressen? Ja. Selbst schuld, kein Mitleid. Nom nom. Aber wie ich schon meinte, ne? Elektrogegner. Ja. Doch ganz an die Wand drücken. Ja. So. Sollte weggehen. Vielleicht, ja. Aber man kann sie schlagen, solange sie nicht aufgeladen sind. Ja. War nie was drin in den ganzen Sachen. Nee, irgendwie nicht. Übrigens kannst du Bomben auch mit ZR wegpacken. Nach dem Motto, du packst eine Bombe aus, also nach dem Motto, ja doch, du packst eine Bombe aus, aber du benutzt sie nicht, also packst sie mit ZR wieder ein. Ja, gut. Warum mach ich das überhaupt? Ich wollte gerade sagen, warum schiebst du die jetzt bis da vorne? Der sieht gar nicht verdächtig aus oder so. Weißt du noch, was so das Prinzip in dieser Wüste war? Ich glaube, ich fange an, mich gerade zu erinnern, ja. Dann zeige ich es dir einfach nochmal. Beleben! Beleben trifft es, glaube ich, sogar wirklich ganz gut. Das ist das, was ich gerade so im Kopf habe. Oh, so cool! Das sind so Dinge, die ich im Vorfeld überhaupt nicht mehr im Kopf hatte, wo ich mir dachte, ich habe keine Ahnung, was in Ranel eigentlich passiert. Und in dem Moment, wo du hier reingekommen bist und ich auch die kleinen Roboter gesehen habe, dachte ich mir so, irgendwas war da doch. Also wenn man es wirklich sieht, dann kommen die Erinnerungen so ein bisschen wieder zurück. Es ist super interessant. Dass man hier quasi die Zeit zurückdreht. Und auch, dass man, wie gesagt, also ich glaube, man sieht es ja nicht direkt, dass es wirklich das ist, aber im Endeffekt dreht man so ein bisschen die Zeit mit den Steinen zurück. Die WR-301-Reihe. Ja, das ist ein total cooles Prinzip irgendwie, weil jetzt man damit total was Farbenfrohes in so ein tristes Gebiet reingebracht hat. Du darfst. Wo kommst du denn her? Wir sammeln hier die Steine der Zeit. Die tragen wir zum Ranel-Steinwerk. Die Steine sind gefährlich und nix für Menschen. Rühr sie nicht an. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert.
Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Na gut, jetzt hat's... Ja. Ich hab's nochmal gesagt hier. Aber wie gesagt, es ist auch so gediegen, dass du dich an nichts erinnerst und du kommst in das Gebiet und denkst dir so, ach ja, da war ja was. Die Lore ist für die Steine der Zeit gedacht. Menschen haben nichts da drin verloren. Verzieh dich. Besit. Die sind so süß. Quatsch uns nicht von der Seite an. Du störst uns bei der Arbeit. Und bitte spring mich nicht. Es juckt ihn einfach nicht. Scheint ihn nicht zu stören. Er ist hart genug. Kannst du dich nochmal neben den stellen? Das sieht ja witzig aus, dass seine Klauen so mit Elektrizität verbunden sind. Ja. Hier muss die Lore durch. Bzzzt, geh aus dem Weg. Auch mit den Blumen, das ist richtig schön. Guck mal, jetzt könnte ich da mit der Lore irgendwas machen. Jetzt guck mal gerade. Ja, das wollte ich nicht. Was kannst ist das denn? Du? Oh Gott, sagen. Ah! Eine Äonenblume. Nice. Die sieht schön aus. Also das Prinzip ist halt schon richtig smart gemacht. So eine sehr einfache, uninteressante Wüste einfach komplett special machen, indem man die Zeit zurückdreht und alles erblühen lässt. Also das ist schon eine sehr kreative Idee. Du willst hier arbeiten? Dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. Und du lernst quasi neue Leute kennen, die es in deiner Zeit hier gar nicht gibt. Mhm. In letzter Zeit greifen uns komische Kerle an. Wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Die machen uns fertig. Bzzzt. Bin mal gespannt, was sie aus dem Prinzip noch so gemacht haben. Also bislang schon mal sehr, sehr schick. Aber mal schauen. Ich habe auch erst einen Raum gesehen, gefühlt. Aber ich mag die Idee einfach super gerne. Ja, finde ich auch super gut. Gott! Mein Albtraum. Das war ein bisschen langweilig, jetzt habe ich mich bewegt. Oh nein. Cool, ich habe sie genau perfekt hingestellt. Jetzt weißt du, warum du sie bewegt hast. Boah, so ein Teekreisel auf der Kirmes, ich würde mich übergeben danach. You spin me right round. Es gibt ja diese Achterbahnen, die sich dann quasi noch nein. In sich drehen beim Fahren. Mein Albtraum. Aber bis hier hat es nicht gereicht. Nee. Ah, guck mal. Da willst du eigentlich schon fast gar nicht den Schalter wieder betätigen und die quasi wieder versteinern. Mhm. Ja. Was tue ich da? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Na guck mal, und damit aktivieren wir das Ding ab hier dann. Naja. Steine der Zeit bewegen uns und unsere Maschinen. Ihre Energie sprengt jede Skala. Du interessierst dich für die Steine der Zeit? Da musst du jetzt ran, dein Steinwerk. Okay. Der hat vorher noch ein bisschen Helium eingeatmet. Ach so. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich muss die Bombe am besten sofort wegstecken. Sonst funktioniert das nicht. Okay. Und sonst legt er den einfach nur hin. Das ist auch eine seltsame Art und Weise, Türen zu öffnen, wenn du sie einfach sprengst. Ja. So. Slime Attack. Oh nice, wir werden hier mal Glibber bekommen. Sehr gut. Kann man hier einsinken? Ich vermute es mal. Weißt du, ich krieg hier so Wind Waker Feelings. Ja! Bei Dragon Roost, oder? Ja. Am Eingang. Also, Draconia im ja. Deutschen. Das ist aber sehr nett, dass die Flugkurve angezeigt wird übrigens. Mhm. Money! Stand noch was? Ach, da ist ein Gang! Mhm. Und einmal auf die Seite. Und rein da. Jetzt bist du auch mal reingerollt. Ja. Ich würde wahrscheinlich eher reinkrabbeln, weil ich Angst hätte, mich anzubonken. Aber richtig hart gebonkt.
Ih, oh. Was war das? War eklig. Eine Vanillameise. Okay, es war doch nicht so eklig. Aber es sah so groß aus. Das hat mich irgendwie den Moment ein bisschen angeekelt. Also wenn ich so eine große Ameise in meinem Garten oder so hätte... Yikes. Ja. Wo ist mein Flammenwerfer? Machst du das jetzt immer? Ja klar. Also, wenn ich es richtig getimed hinbekomme, aber ich finde es irgendwie witzig. Wir wussten das mit dem Rollen auch nicht. Dafür haben wir ja den äußerst kompetenten Chef an unserer Seite. Ja, der weiß die ganzen komischen Secrets. Hast du den Rubin jetzt einfach liegen lassen? Jetzt ist er despawned. Du wärst fast gestorben für den Rubin. Alles genauso wie geplant. Mhm. Aber wie du Gott, siehst, die Elektroviecher. Wie du siehst, kann man da drin versinken. Jetzt gibt's die auch noch hier in... Genauso dumme Variante. Nice. Aber immerhin lassen die sich sehr gut sprengen. Nice. Nicht den eigentlich? Würde interessieren. Theoretisch geht das auch. Den habe ich wunderschön aus der Luft gefischt. Not bad. So. Was haben wir jetzt? Hier ist zumindest Licht. Aber... Kannst du dein Schwert da hochhalten? Okay, siehst immerhin stylisch aus. Ich sehe immer stylisch aus. Das stimmt auch wieder. Ich habe nichts gesagt. Hinten sieht auch nicht aus, wäre da irgendwas. Kannst du, mal, Busch. Kannst du trotzdem mal gucken. Aber da ist irgendwie ein Gang bei der Truhe gewesen. Okay, Moment. Ah ja, stimmt. Ja, Moment. Hier ist auch nichts weiter. Das heißt erstmal wieder zurück im Zickzack. Inwiefern zurück? Du bist da vorne. Achso, du hättest gar nicht von da aus rüber gekonnt. Nee. Ah. Also glaube ich. Vielleicht auch doch. Ist sogar die Energie kurz ausgegangen. Hat keiner gesehen. Die muss er doch bestimmt vorziehen, die Lore. Kann ich wahrscheinlich gleich mal machen. Ich glaube, die Fledermäuse mag ich sogar noch am liebsten von den Gegnern, weil die einfach instant sterben. Und die keine besonderen Schwierigkeiten darstellen. Nee. Die machst du einfach bumm und weg sind sie. Oh. Ich erwarte, dass hier irgendwo ein Stein ist. Sicher, dass da keiner ist? Vielleicht ist er da hinten irgendwo. Ich meine, du musst gleich eh nochmal zurück. Komm ich da rüber? Glaube nicht. Nee. Okay. Okay. Hier war nichts. Willst du die Lore einfach mal nach vorne ziehen schon mal? Hm. Ist da irgendwas hinter oder so? Mhm. Ansonsten kannst du immer auch deinen Käfer vorschicken. Vielleicht ist ja da hinten irgendwo der Stein und du kannst vielleicht mit der Bombe rüberrollen lassen und dann den Käfer dahin schicken. Ging das nicht? Und? Konnte der nicht? Ich konnte die aktivieren. Nee, das glaube ich war später erst. Irgendwann später konnte nämlich der Käfer auch Stuff greifen. Oh, wie cool. Ich glaube, da musst du den erst upgraden. Oder sind Libellen. Also ich würde vorschlagen, dass du die Bombe gleich rüberrollst, wie so ein Bowling-Ding. Dann die Felsen kaputt machst, dann ist da der Stein hinter und dann kannst du den Käfer losschicken. Wenn die so weit kommt, kann ich es gerne mal versuchen. Hm. Ja,
einmal geradeaus zu rollen. Kannst du einfach einmal kalibrieren. So. Ja. Nice. Yay. Und den Käfer wir ausbrechen. Ich mag das, wenn Dinge, die ich vorschlage, funktionieren. Hm. Pong. Cool, dass es die auch wieder gibt. No. No. Nice. So. Hallo. Was macht ein Mensch an diesem Ort? Suchst du etwa Steine der Zeit? Bzit. Manchmal. Also ich finde ja, dieses Spiel hat halt auch sehr viele besondere Völker. Du hast halt nicht einfach die Sora und die Goron und die Deko oder wie auch immer. Du hast halt die Mokma, glaube ich, die Q und jetzt hier die kleinen Roboter. Also es sind irgendwie auch sehr viele einzigartige Völker, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwo anders vorkommen. Und gerade die Q und die Robos sind extrem süß. Irgendwas Interessantes. Aua. Das war ein bisschen schmerzhaft. Ja. Also das Schicksal dieser Piranha-Pflanze ist eigentlich echt sad, oder? Wiederbelebt, nur um getötet zu werden. Ja. Schon scheiße. Aber Skyward Sword ist das allererste in der Zelda-Timeline, oder? Mhm. Und Breath of the Wild das letzte. Mhm. Also schon witzig, dass es hier quasi Roboter gibt, beziehungsweise eigentlich ja sogar noch vor Skyward Sword irgendwann mal. Und dass es in Breath of the Wild auch wieder Roboter gibt. Quasi im ersten und im letzten Zelda-Spiel. Mhm. Das finde ich witzig, auch wenn ich damit vielleicht alleine bin. So, dann fahren wir wieder mit unserer Laura. Hier hast du noch nicht gesprochen. Mit dem Robi. Das wird schon passen. Okay. Ah, sehr schöne Vogelstatue. Und man kann weit gucken. Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich vollkommen verändert. Boah. Jetzt sind wir in der Wüste Ranel. Ach, das gerade war die Mine und jetzt sind wir in der Wüste. Mhm. Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichem Treibsand fest. Das Gefahrenpotenzial steigt um 30%. Ich empfehle, Minus zu drücken, um auf deiner Karte die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Das ist sogar gar kein schlechter Tipp. Ich schätze, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Eldin gereist ist. Das ist groß. Mhm. Aber ich... Ist dann die... Das mit Vergangenheit und Gegenwart hier wieder weg? Nee, das ist... Ich meine, das kommt hier auch gleich noch. Ah, nice. Da ist das Gelb. Wo? Also auf der Karte sieht man da natürlich jetzt ein bisschen Gelb, aber wenn ich jetzt mal so gucke, sehe ich alle möglichen Töne von Braun und Beige. Ich sehe kein Gelb. Aber auch nach vorne gerichtet sehe ich... Also selbst der Sand da hinten ist kein Gelb. Auf der Karte ja, aber hier? Willst du hier dann Schluss machen, bevor wir hier irgendwas machen? Nee, wir haben noch keine 3 Stunden gestreamt. Okay. Wollte nur fragen. Außer du möchtest Pause machen. Nö.